so ein Künstler braucht. Wie zum Beispiel Stifte, Augen und Kittel. Und auch einen Mund, um sich das zu merken. Stell mir vor, dass ein Künstler in seinem eigenen Haus auch eigene Sachen an die Wand malen darf. Ein Papierhalter, eine Hand, eine Box, damit er die Papiere und Stifte aufsammeln kann. So, ich stelle mir vor, dass ein Künstler so was zum, für die Leinwand zum Halten braucht. Und so auch eine Palette und dass er auch Häuser abmalt oder andere Sachen. Und er braucht einen Kittel, denn sonst werden ja seine Sachen dreckig. Ich stelle mir vor, dass ein Künstler was zum Malen braucht, also so ein Haus, wo er seine Künstlerbilder aufstellt. Ich habe gesehen, ein Becken, wo blaues und grünes Wasser drin ist und Diamantstein. Das blau-grüne Wasser sieht so wie ein Delfin aus. Da sind auch noch Kristalle drin und so ein Eisberg von Kristallen. Also ich fand, die Kristalle unten sahen aus wie Berge oder Gebirge. Dann bin ich in den zweiten Raum gegangen und da habe ich Aufstellung von Kristallen gesehen, die an so einem Spieß waren, Schaschlik-Spieß. Und an der Wand hingen ganz große Spritzbilder. Momentan zeigen wir eine Ausstellung von Markus Wirtmann, Tracht und Habitus Remix. Das ist also eine Ausstellung, die nochmal von ihm hier nachgebaut worden ist, die er schon woanders gezeigt hatte in Berlin und die jetzt zurzeit bei uns zu sehen ist. In dieser Ausstellung arbeitet er konkret mit Salzen, in der er verschiedene andere chemische Prozesse einleitet, wo dann also auch die Farbigkeit sich verändert und wo man damit ja, Kristalle quasi wachsen sieht, beziehungsweise Kristalle sich in ihrer Erscheinungsweise auch verändern können. Entsteht der Kristall. Zuerst winzig, dann größer, 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 größer und weg. Und es hängt nicht daran ab, wie viel Salz man nimmt, welche Form der kriegt, sondern was für Salz man nimmt. Also bei Kochsalz wird er viereckig, bei normalem Salz vielleicht dreieckig. Naja, und je nachdem welches Salz, je nachdem dieser Ecken. Also unten waren so eine viereckigen und dreieckigen Kristalle zu sehen. Und dann waren da noch Kristalle, die waren aufeinander gestapelt, so ähnlich. Also ich hatte Vierecke gesehen, die aber jetzt noch winzig klein waren. Aber ich glaube, die werden nach der Zeit immer größer.
Ich habe Dreieckige gesehen, und also Dreiecke und Achtecke und Sechsecke. Ich habe fünfeckige Quadrate und sechseckige Quadrate gesehen. Hier in dieser Ausstellung speziell ist es so, dass man von einem gesteuerten Zufall sprechen kann, dass nämlich Markus Wittmann bis zu einem gewissen Grad weiß, was passiert. Und auf der anderen Seite gibt er auch dem Material, eben den Salzen, in Verbindung mit den anderen Geschichten, die er einbettet, wie gesagt Wasser in diesem Falle, gibt er auch die Möglichkeit, sich zu entfalten. Er kann also nur bedingt dieses Ganze steuern mit seinem Wissen im Hinterkopf, aber die Veränderung als solche, darauf ist er auch angewiesen, dass das von sich aus entsteht. Also ich finde, Kristalle sind Kunst, weil man sie züchtet, sie ja auch. Wenn die Natur nicht da gewesen wäre, hätten wir gar nicht erst die Kristalle gefunden. Ich finde, dass der Künstler, die Kristalle hat er selber gemacht, aber die Natur hat dabei geholfen, dass die Kristalle entstehen. Also, der muss was tun, aber der muss nicht so viel tun, weil das meiste macht die Natur. Die Natur hat Kristalle zu tun und er hat Malen mit und Diamant. Und Diamant. Die Natur lässt die Kristalle entstehen. Markus Wittmann, der lässt die Kristalle sozusagen so ein Glas entstehen. Ich glaube, er macht zu 50% das selber und zu 50% die Natur, weil er macht ja gegenstandsfreie Kunst und dann, finde ich, macht er bei gegenstandsfrei, macht ja dann auch die Natur was. Der Wind ist ja Natur, die Bäume sind Natur, Blätter. Eigentlich sind sogar wir Natur, nur eben, dass wir das nicht denken. Wir denken, alles ist Natur außer wir. Der malt und der macht, der hat mit Salz was zu tun und ich glaube, dass Markus Wittmann ganz viele Kristalle hat und auch Faden, Salz, heißes Wasser, Büroklammer und Pinsel. Ich glaube, er hat viel mit Kristallen zu tun und mit Mineralien, also Salz. Und dass er auch viele Experimente macht mit Salz. Und dass er Salzberge macht oder Salzseen. Und dass er vielleicht auch ein bisschen malt. Ich finde, dass er mit Salz arbeitet und solche Kristalle macht und noch mit Farben und Pinsel arbeitet. Er macht Diamanten, er denkt darüber, wie groß die Kristalle sein sollen und wie er die gestaltet und ob das jetzt auf einer Leinwand macht oder so. Und er große oder kleine Kristalle haben möchte. Sollte ich jetzt ein Bild davon malen oder sollte ich jetzt einen großen Diamanten machen und das dann da drauf schlitzen, denkt er zum Beispiel. Oder sollte ich das vielleicht auch mal nachbauen, wo ich dann Wasser reinmache? Und
So wie zum Beispiel, an sich könnt ihr sich ja zum Beispiel die Haare so machen, dass die so glitzern wie Diamanten. Ich würde das nennen die Kunst der Kristalle oder der Kristallo. Kunstvoll und sachenfrei. Farbenmuseum. Tollste Material der Welt. Kunstkristall.